Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show, diesmal mit dem Plugin Minikit PvP. Und bei diesem Plugin geht es, wie der Name schon sagt, um Minikit PvP. Es ist einfach eine Anwendung, aber umfasst trotzdem einige Features, die man doch haben könnte. Dazu kommt auch noch, dass noch in Entwicklung ist und noch ein paar Sachen in der Zukunft dazukommen. Wir sehen hier schon ein paar Kits, zum Beispiel Knight, Archer, Soldier, Ninjas, Scout könnte man auch noch kennen, Pyro könnte man kennen, C4. So, die Features, ja, easy to play, wie schon gesagt, 1.7 und 1.8 Support, mehrere Welten, 11 Kits, ja, Schilder, dann haben wir, ja, halt wieder Schilder, alles ist konfigurierbar, ja, die GUI, dann Automatic Respawn, Effects, Easy Kit Selection und Per Kit Permission. Zu den Permissions auch, hier sehen wir die Permissions. Jedes Kit hat seine eigene Permission, Minikit, PvP. Damit fängt es immer an, dann Punkt Knight, Punkt Archer, also nach dem Punkt der Name des Kits klein geschrieben. So. Setup ist ganz einfach. Plugin herunterladen, Server starten, reinpacken, das Kommando ausführen und genießen. So. Ein Schild machen zeige ich euch gleich in-game. Und das einzige Kommando ist slash setpoint und dafür brauchen wir die Permission wieder minikit pvp.admin. Hier sehen wir schon, was jetzt noch in der Zukunft kommt. Mehr Kits, konfigurierbare Nachrichten und Animation und erweiterte Kits. So, dann ladet ihr euch einmal das Plugin herunter hier oben. Das habe ich schon gemacht. Und seht es auf eurem Desktop. Habe ich hier auch. Hier habe ich unseren Testserver, ein ganz normaler 1.8 Server. So, ziehen wir da rein. Und dann starten wir den Server einmal. So, das könnte sogar einer meiner schnellsten Tutorials besser werden. Mal schauen. Also, hier sehen wir auch schon Minikit PvP, Enabling Minikit PvP, Version 2.7.5 Beta. So, dann Plugin Created by Pintox 98 und nochmal die Version. Dann können wir den Server auch wieder stoppen. Und gehen hier oben in Plugins und hier haben wir jetzt einen Minikit PvP Ordner. Hier haben wir jetzt eine Settings Datei, wo wir den Präfix ändern können. Also einmal von den Chat Nachrichten und einmal von den Schildernachrichten. So, ich mache das jetzt einmal. Ich ändere die mal weiter um, sage ich mal. Ich möchte die Klammern in, was könnten wir nehmen? Rot haben. So, werden die in Rot geändert. 4 ist dunkelrot an den Farbcodes. Ich kann die Farbcodes auch unten gerne nochmal in der Beschreibung verlinken. Und ja, hier haben wir jetzt die Nachrichten. Hashtag P ist der Spielername und Hashtag K ist der Name des Töters. Zum Beispiel würde ich das jetzt auf Deutsch schreiben. Der Spieler Hashtag P wurde von Hashtag K getötet. So, so kann man es dann auf Deutsch schreiben. Speichern wir. Und ihr könnt das dann alles umändern, zum Beispiel keine Berechtigung oder hier kann man keine Kills nutzen. So, allowed drops, das heißt einfach nur, wenn man stirbt, ob man dann seine Sachen droppen soll oder nicht. Oder ob man sie auch selbst droppen darf, auch wenn man nicht tot ist. Das steht auf false, das heißt man kann nichts droppen. Und Inventory haben wir hier Select Kit und den Selector, so heißt er. So, das war es auch schon zu Settings, da wird später noch mehr hinzugefügt. Bei dem Plugin gebe ich euch noch als Tipp, da es doch einige Kits gibt, die auch etwas zerstören, macht einfach was. Das muss ich ja mal gucken. Craft 2 PCs. Was haben wir
Okay. Wenn ihr nicht OP seid, könnt ihr dieses Spawn Protection nutzen. Es geht darum, dass ihr halt das Gebiet, in dem man kämpfen kann, zum Beispiel Arena, schützen solltet, auch mit World Guard oder einem anderen Plugin, um Ge Schäden in der Umgebung zu vermeiden. Oder ihr macht dann immer eine neue Welt, das könnt ihr euch dann alles aussuchen. Da gibt es dann viele Möglichkeiten, das zu verändern. Und man muss, nutzt hier zum Beispiel Spawn Protection. Und ja. So, dann starte ich den Server einmal wieder. Ich habe hier OP-Rechte, das heißt, ich kann alle Kills nutzen und auch die ganzen Permissions. So, und dann gehen wir einfach in Minecraft rein. Join den Localhost. Und ja, wir sehen hier auch schon, ich habe was Kleines vorbereitet, einen kleinen Spawn gebaut. Ganz minimalistisch. Und das erste Kommando, was wir benutzen, ist slash set point. So, das sehen wir schon. Die Klammern sind rot. Hier. Und spawn select setted. Hier gibt es wohl noch einen kleinen Fehler, dass er das noch nicht umändert, aber wahrscheinlich wird er das in der Zukunft dann fixen. So, wenn wir nun das Schild zum Beitreten, damit wir, sag ich mal, in dieser Arena kämpfen können, weil so bringt es uns das noch nichts, müssen wir slash auch ein Schild anbringen, die erste Zeile Minikit-PvP schreiben und darunter einfach Join. So, und hier sehen wir es auch schon, wieder die roten Klammern, so wie es geschrieben hat in der Config. Und damit könnten wir beitreten. Zuvor möchte ich aber erst die Kits erstellen. So, wenn ihr also ein Schild für ein bestimmtes Kit erstellen möchtet, dann müsst ihr in die erste Zeile immer Minikit-PvP schreiben. Und die zweite Zeile kommt jetzt euer Name, also der Name des Kits. Habt ihr zum Beispiel das Archer-Kit, schreibt ihr Archer rein. So. Wollt ihr das Kit C4, schreibt ihr C4 rein. Und was gibt es noch für ein Kit? Dann wollt ihr das Kit Minikit PvP, was jetzt neu dazugekommen ist. Fireball, nee, das nehme ich mal nicht, das ist noch eine Beta. Nehmen wir mal das ganz standardmäßige Kit Knight. So, dann habt ihr alle Kits. Ihr könnt sie jetzt hier auch so nutzen, aber es würde nicht gewährt werden. Wir sehen schon, wir haben Effekte. Soweit haben ein Archer Sword, Archer Bow, Archer Foot, Archer Arrow. Aber wenn jetzt jemanden umbringt, wird es euch nichts bringen. Es wird auch nicht gewertet werden. So. Und dafür müssen wir jetzt auf Minikit-PvP Join gehen. So, jetzt sind wir hier drin. Das sehen wir auf einmal schon. Wir sind hier gespawnt. Und wir haben hier Minikit-PvP Welcome Herbie. Kills 0, Death 1. So, und welches Kit nehmen wir? Ist das einfach Soldier oder Fireballer? Sehen wir schon, you equipped Fireball. Jetzt haben wir auch schon eine neue Klamotten an. Alles Fireballer, Helmet, Shooter. Und ja, dann können wir damit. Okay, das war gerade. Ist ein bisschen komisch, das ist okay, ist auch noch eine Beta. Ich nehme jetzt, ich kann jetzt hier ranklicken, ich Archer, so. Jetzt kann ich hier schießen, alles Mögliche machen. Ich kann auch C4, TNT anzünden. Zack, zack. Dann sehen wir auch schon, TNT funktioniert alles. Aber da hier gerade Spawn Protection ist, wird das wieder heil gemacht. So, C4 ist C4 TNTs. Und hier. Dann war es das auch schon mit dem Kit soweit. Ich hoffe, es gefällt euch. Ist was Praktisches für kleinere Server, vielleicht auch für große. Und man kann eine Menge draus machen. Es wird weiterentwickelt. Also bin ich recht zuversichtlich, dass da noch was Schönes draus wird. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und einen Kommentar oder ein Abo. Freut mich immer und hilft mir sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Plugin-Tutorial. Bis dahin, Leute. Tschüss.